waren wir auch schon fleißig. Wir haben ordentlich eingekauft im NBA-Store, größter Store in Europa. Mega, mega geil. Und ja, was steht heute noch so an? Heute Abend ist die Trade Night und morgen ist die erste Berlin-Card-Show. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Berliner Kartenszene zu bieten hat. Ich freue mich mega drauf. Lass uns das Ding abreißen, lass uns super viele Deals machen. Komm vorbei und ja, genieß den ersten Berlin-Card-Show-Vlog. Abfahrt. Einmal Props an Bambus. Geile Aktion, Bro. Wirklich geile Aktion. Ey, Schicki, wie viel Prozent Comps zahlen wir? Morgen? Heute? Max? Ja. Heute? Ja. Aber nur weil ich heute echt ein bisschen was geguckt habe. So 10-20% plus Trade nochmal so 7-6%. Besser als sonst, gell? Ja. Ja, heute ja. Nochmal stark Angebot. Also nur kommt heute. Nur heute. Heute teuer, morgen zu. So, Leute, allererster Deal. Dank. Rich. Sag ehrlich, die Story war geil, ne? Die Story war geil. Guck mal, pass auf. Ich habe bei jemandem Lamar Jackson, richtig geil. Man muss sagen, Lamar Jackson, einer der schwersten Quarterback, geile Karten in Deutschland zu bekommen. Und ich habe mit jemandem einen größeren Deal gemacht, war der erste Deal. Ich habe ihn dann mal gefragt, wo er wohnt, weil wenn er jetzt irgendwo in der Nähe, eine halbe Stunde, Stunde in der Nähe gewohnt hätte, weil es ging um eine größere Summe, ihr seht die Karten, dann wäre ich bei ihm vorbeigekommen. Da hat der Braunschweig gesagt und ich wusste, der Rich und ich sehen uns in zwei Tagen und der wohnt in Braunschweig. Dann habe ich dem Rich die Adresse geschickt und zwar einfach 1 Kilometer oder so von dir entfernt. Ja, 5 Minuten hingefahren oder so. Und hat die Karten abgeholt und mir jetzt mitgebracht. Lamar Jackson Panini One, Patch Auto Panini One. Hat sich der Mike direkt gesnackt, also die ist weg, die musste ich abgeben. Dann RPA, brutale Karte. Wirklich Lamar-Karten sind sehr underrated und sehr, sehr schwer zu bekommen. Dann noch ein paar schöne Select Rookie, eine Spectra RPA und die größte Karte ist Rated Rookie Purple, die ist tatsächlich Color Match und die 1 von 50, BGS 95. Sehr, sehr geiler Deal. So kann man doch in die Berlin Card Show starten, ne? Auf jeden Fall. Danke, Bro. Stark. Schicki, zeig mal den Deal. Mach mal, zeig mal hier. Was habe ich bekommen? Was hast du bekommen erstmal? Was habe ich bekommen? Ja, was hast du bekommen? Ich hab einiges bekommen. Und sehr viel Bares. PayPal. Du hast mir eben Bier ausgegeben und dann war gut. Ja, klar, genau. Doncic. Boah, die ist schön, ne? Sehr schön. Aber geht die an Mo heute noch? Der ist wieder heiß drauf. Danke, tatsächlich. Danke. Schengen, hier Schengen. Mit Schicki-Sticker. Ist wichtig. Küssen. Oh, die ist sehr geil, schön. Die nächste ist sehr schön. Goldig. Underrated, gell? Ja. Die ist sehr geil. Nur Schimmer. Ja. Max geht immer. Racer 10. Brunson. Underrated. Jahr MVP, wer ja, weiß. Ja. Franz Gold. Ist in Berlin. Die geht heute noch weg. Safe. King Murray. Gold auch. Easy peasy. Nur gute Karten rausgesucht, der Mann. Ant-Man. Geht immer. Oh, geht sowieso in Doppel 10. Und nochmal, Spectral RPA immer schön, immer geil. Auf 8, oder, gell? Ja, ist auch ein bisschen underrated, die Karte. Ich nicht. Was habe ich bekommen? Ja, safe. Kobe. Sehr geil, auf 24, Anthology Set. Oh, mit Herzpatch, weil, guck mal, nur für mich hast du den reingemacht, ne? Paolo NT RPA 75. Oh Mann, Alter, ist ein Brett. Und noch Skulls, Wall of One. Bruder, küsst dein Herz. Danke. Nachher machen wir noch eine Box auf, ne? Gucken wir uns später an, Leute. Geil. So, Leute, wir geben die Cracked Ice ab. Der Mann hat gesagt, er holt sie sich. Er hat sie sich geholt. Sehr stark. Die hast du auch von mir, ne? Die tauscht jetzt ein. Plus bisschen Aufpreis, ein kleiner Aufpreis für die Cracked Ice Kuminga. Sehr geiler Spieler. Sehr, sehr underrated. Bin sehr gespannt. Und eine Monsterkarte. Meister, danke dir. So, Leute, die Shay gerade bekommen. Rookie-Ticket. Mein allererstes Rookie-Ticket von Shay ever. Ich hatte noch nie eins. Geht an den guten Mann. Danke für den Deal. Danke. Ah, wir haben ein schönes Lot gekauft von Marcel. Marcel, was hast du bekommen? Zeig mal her. Luka Şengün. Super, oder? Sehr geil. Wir haben ein bisschen Geld drauf gegeben und haben ein sehr, sehr schönes Lot genommen von Marcel. Absolut geiler Typ. Ant-Man, Lively. Jan, ich habe an dich gedacht. Durant. CJ Stroud, sehr, sehr geil auf 10. Wemby, Rated Rookie. Weitere Strouds. Da ist wirklich alles dabei. Puka. Oh, ihr seht's, Leute, alles mögliche, sehr, sehr coole Karten. Und ja, Trade Night ist crazy am Boom. Ihr seht, sehr, sehr, sehr voll. Ey, Dominik, was mit Tua? Sehr schade. Also hart, gell? Ey, mal abwarten, was passiert, ja. Weil es könnte wirklich... Würdest du jetzt einkaufen?
Nein, ich würde einfach sagen, erstmal gesund werden, egal was passiert. Aber welcher Quarterback ist interessant für dich gerade in Bezug auf Karten? Zum Einkauf? Ja. Brock Purdy. Ich glaube, er ist wieder zu. Ich glaube auch. Und weißt du, was ich an Purdy denke? Ich glaube, dass er individuell eine viel bessere Saison als letztes Jahr spielt. Vor allem, weil jetzt McCaffrey auf IR ist. Ja. Wenn Purdy abliefert, dann sagt keiner mehr, ach, deswegen McCaffrey, deswegen den. Ich habe auch zu Marcel Purdy gesagt. Der hat auch von mir gekauft, die ganzen Großen alle weg zu Marcel. Ja, Purdy würde ich sagen, steigt auf jeden Fall. Und aber nichts geht über Mahomes, gell? Wieder dieses Jahr. Anthony Richardson, wenn der ein bisschen genauer wird, kann er eigentlich auch. So, er hat so einen kranken Wurf, gell? Wenn ich Receiver wäre, mein Handwerk gebrochen, wenn er mir einen Ball zuwirft. Alter. Das Ding ist halt, wenn er jetzt halt auch die ganzen anderen Würfe macht, nicht nur die Kiefer. Ja, auch die einfachen, gell? Krank, gell? Also Leute, sie ist gefallen. Wir kriegen eine schöne Kyrie, wir kriegen eine schöne Dirk, Luca und die finde ich so geil, das Set ist Hammer. Und die Dirk geht an einen echten Collector, an einen echten Ladies Collector. Danke dir. Geil. Bist du happy? Freu mich. Sehr, sehr geil. Freut mich, dass die bei dir gelandet ist. Sehr geile Karte. So, die Kobe hat nicht lange überlebt. Wunderschöne Karte. Übelst undervalued. On-Cut auf 24. Ey, Bro, die ist so undervalued. Paolo, 1 von 35. Geht immer brutal. Und Ant-Man Rated Rookie Orange. An den mein Zimmerkollegen, dass er heute gut schlafen kann. Dass er gut schlafen kann. Danke, Bro. Sehr schöne Karte. So, wir haben von Max von German Trading Cards und von Felix zwei Anthony Richardson Panini One bekommen. RPA auf 49. Sehr, sehr underrated, sehr, sehr starkes erstes Spiel gemacht. Und RPA auf 99. Sehr, sehr geiles Duo. Panini One, Anthony Richardson. So, wir geben die schöne Franz Wagner Gold Prism ab. Das und das sind geile Karten. Ist geil, ne? Wir geben die Larry ab und wir bekommen Jokic. Curry, eine schöne Shay. Jimmy Butler Downtown. Curry, Booker, Rookie Auto auf 10. Schon eine geile Karte, muss man sagen. Und Steph Curry, PSA 10-10. Bastian, danke dir. So, wir haben eine wunderschöne Kobe Team USA Silver bekommen. Eine Kobe Refractor, eine Tom Brady Spectra auf 25 und Tom Brady Spectra auf 25. Wir haben abgegeben. Eine gute Mahomes an den Mann. Guck mal, der Mann hat uns vorhin alle eingeladen. Brutal geile Aktion. Einfach die Sportkarten-Community zusammen gewesen, war geil, oder? Absolut. Und jetzt? Scheiße. Absolut. Aber scheiße. Dafür habe ich das Jeremy Socha zu 10. Gold Prism Rookie Auto und Jersey. Sag ehrlich, für 300 Schnapper. Danke. Schnapper. Habt ihr gehört? Schnapper. So. Weil Zippy wieder möglich Bro. Ist. Danke. Ich bin froh, dass sie bei dir gelandet ist. So Leute, dicker D mit Benz am schöner Stapel, sagst du, ne? War hart. Schöne Late Night, Nico. Ey, wie lange haben wir geschafft? War geil. Aber ey, muss ich dir sagen, du hast schon geile Bretter, Alter. Danke, Respekt. Bro. Und schön ausgecashed. Sehr fairer Deal. Hat Spaß gemacht, Mann. Und morgen machen wir noch eine schöne Karte für die Auktion. Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Die gucken wir uns in Ruhe später an, die Karten. Richtig geile, schöne Karten dabei. Dak Prescott, oh mein Gott. So, schickst du kriegt die Giannis. Die Hurts. Wir haben Mo wieder in der Tasche mit einem Lulurevo-Auto. Kyonte George. Giannis auf 10 Auto. Und LeBron. Oder? Starkes Ding. So, vielleicht der letzte Dieter Trade Night. Wir geben die Luca ab, weil jemand wollte die Luca quasi upgraden und wir kriegen die zurück, bisschen Cash. Danke dir. Yo, Leute, was geht? Ist scheiße, wenn man seine Zahnbürste vergessen hat und gerade ins Bett wollte und jetzt nochmal zur Tiefgarage zum Auto gehen muss. Aber ja, so 1 Uhr war ein Hammertag, richtig geil mit den Jungs den Tag verbracht. Richtig geil, was sich da in Sportkarten Deutschland einfach zusammengefunden hat, zusammengeschweißt hat. Mega, mega viele Deals, mega geile Trade Night gewesen. Ihr habt es gesehen, super, super viel Content, super viele Deals aufgenommen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da lassen, ein Abo, da hilft dem Kanal sehr. Wir sind jetzt in Berlin, in 2 Wochen sind wir in Wien, da wird auch wieder Content kommen. Zwischendurch kommt Content, Mail Days, PSA Returns. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch der Vlog gefällt. Und ja, das war's mit Tag 1. Wir gehen ins Bett jetzt und sehen uns morgen zur Show. Let's go. Was geht, Leute? Wir haben aufgebaut, die ersten sind schon am Stöbern. Es steht alles, wir haben zum ersten Mal genug Platz. Die Show öffnet in einer Stunde so. In 10 Minuten, super, wusste ich. Und ich hab Bock, kommt vorbei. Mal gucken, was geht, der eine oder andere geile Deal. Auf jeden Fall genug Karten für alle da. Let's go.
erster kleiner Deal. Ultra cheap die Karte. Das ist einfach 10 Euro, Rookie auf 25, crazy. Noch eine kleine Rookie, noch eine Jabari und die schönen Jane Green next up. Danke, Meister. Immer gerne. Erster Deal des Tages. So, wir haben einen sehr schönen Slot gekauft. Sehr geile Karten, Luca Auto, Ant-Man Auto, Paolo, Tie-Dye RPA, paar Chase, paar LeBrons. Von dem Mann, danke dir. Die geht direkt an mich? Nein, auf gar keinen Fall. Hat die gehabt? So schöner, schneller Drive-by-Pickup vom besten Mann. Danke, Bro. So, die Halle füllt sich, der Mann ist immer noch dabei. Und die schönen vier Moos gehen an den Mann. Geil. Rainbow? Ja. Geht weiter, oder? Ja. Stark. Also, wir kriegen eine PSA 9 Blankset King. Und der Mann upgrade mit Trikot sogar, ne? Und der upgradet auf eine PSA 10. Ich würde das gleiche machen bei Paolo Kaboom. Ich habe zwei Neuner, ich würde direkt eine 10 nehmen. Direkt eine 10. Danke dir. Danke dir. Also Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Paolo bekommen. Für den Mann. Ey, Startkapital für den Mann. Leute, wir haben ein Stack. Check Instagram, eBay, ihr wisst Bescheid. Alles Liquid Stuff, alles Flaps. Ey, ohne Cash ist crazy, gell? Ohne Cash, Leute, only trade. Sehr geiler Deal, Bro. Dass das in Deutschland geht. Hat Spaß gemacht. Für deine Verhältnisse sogar nicht lang gedauert für so einen Deal. Wirklich in Ordnung. Okay. Und wir haben wieder eine Cracked Eyes von Juli. Geile Karte. Er kriegt das Flatmag natürlich auch top. Aus Burbank hast du die, gell? Yes, sir. Sehr, sehr stark. Paolo, Cracked Eyes is back in the house. So, ein schöner Sale an einen Pacer-Sammler. Sehr geil, oder? Super. Sehr geile Karte. Mega geil. Wenn so Karten in PCs gehen, immer am schönsten. Da ist übrigens die Shop-Polizei. Wenn ich einen Fehler im Shop mache, Karte falsch, NFL-Karte bei NBA, falscher Preis, dann ist der Mann immer der Erste, der mir schreibt. Sehr, sehr geil. So, wir geben die Franz ab an den Franz-Sammler, ne? Sehr geil. Wir kriegen die Magic und ein bisschen Cash. Danke dir. Und geile Jacke. Retro-Jacke, Hammer. So, für deinen Rainbow, ne? Ant-Man und Paolo. Sogar unter Comsti. Eine wunderschöne Paolo auf 99. Geht an den Mann raus. So, die Jungs haben übernommen. Ich habe mir einen schönen Cheeseburger gegönnt. Scheiße, du bist auch da. Willst du auch rein? Hätte ich dir auch reingeholt. Scheiße. So, du warst wieder weg. Du warst wieder weg. Wir gönnen uns jetzt einen schönen Cheeseburger, richtig geiler Foodtruck draußen. So, wir haben die Dirk abgegeben, Cash Trade, kriegen eine Franz Lamello und ein bisschen Cash. So, wir haben sehr cool Trade gemacht, wir geben die Shaq ab, wir geben die McGrady ab, die Giannis ab und eine Rodman Rookie für noch eine Ivy RPA. Wir haben zwei davon jetzt und eine Tatum One of One Auto. Sehr, sehr cool. An den guten hier, danke dir. So, wir kriegen die nächste Stroud Auto. Guck mal aus, Topps Composite, der erste. Stroud Auto, ein bisschen Cash für die Magic, die geht raus. Blank Slate PSA 10, sehr geile Karte. So, wir haben einen schönen Deal gemacht. Das ganze Lot geht raus. Zion Gold, viel Jalen Green, Jalen Green, nochmal Zion Gold, Jerry West, Scoot und Jalen Green. Wir kriegen ein paar sehr schöne Paolos und ein bisschen Cash von Marcel, ihr kennt ihn. So, Jordan ist gefallen, der Falscher. Sehr geile Karte. Er will mir seine LeBron RPA nicht geben. Die fällt später, ich sag's dir, die fällt. Aber sehr geiler Deal. Was geht, Leute? Es ist so 15 Uhr. Noch zwei Stunden geht die Show. Ich bin aber übelst am Sack. Ich habe schon angefangen, ein bisschen einzuräumen. Hol jetzt noch eine Cola und will ein bisschen rumlaufen noch. Ich bin wirklich am Sack. Das Wochenende war schon wieder sehr anstrengend mit dem Reisen. Darf man auch nie unterschätzen. Ja, noch zwei Stunden. Mo und Rich sind gerade am Stand. Bisschen eingepackt schon. Hol jetzt eine Cola und laufen noch ein bisschen rum. Vielleicht findet man ja noch die ein oder andere coole Karte bei den anderen, hoffentlich. So, wir haben die Kobe verkauft. An den Mann schon wieder. Da ist er wieder. Wollt mir den nicht geben? Guck mal. Ich guck gleich. Kriegt die Kobe, wir kriegen Cash und die zwei noch als Throw. Warte. Immer ein paar Schätze, jetzt mal richtige Karten. Nichts Verrücktes hier. Warte. So ein paar Red Eyes oder so. Oh ja, Ultis. Pass auf. Ey, ich hab mit Yu-Gi-Oh! Angefangen, Leute. Das war meine allererste Sammelkarten-Ding. Immer Yu-Gi-Oh! Eigentlich. Pass auf. Yeah. Deine Karte. Aha. Von dir gekauft, wo wir zusammen angefangen haben. So. Jetzt stehst du über. Ne? Nein, das gibt keine Über-Unter. Sau geil. Das war auch noch deine Karte. Baum. Stimmt, die kenne ich noch. Baumfrosch, geile Karte. Früher immer Yu-Gi-Oh! Gezockt. Oh, ich guck mir das jetzt in Ruhe an. Peace out Berlin, war eine geile Show, richtig geil, was ihr beim ersten Mal auf die Beine gestellt habt. Danke an jeden, der am Stand war, danke für das Gespräch, für jeden Deal. War sehr, sehr geil, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall zurück in Berlin sein und in zwei Wochen geht's weiter, da sehen wir uns in Wien. Peace out.